Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing Bong Song bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Den Bing Bong Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bong, Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, also Kinder, Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. Achtung, Kinder. Kein Gekicher mehr, bitte. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi, wo gehst du denn hin? Madame Gazelle, ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle, ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich auch. Kommt alle herein. Können wir wohl den Bing-Bong-Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Ballons. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein. Ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Sylvia. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck.
Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Claudia. Stimmt ja. Wir müssen für George einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon? Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat George seinen Saurierballon. Saurier. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Wutz. Das ist mein kleiner Bruder George. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die schläfrige Prinzessin. Für Peppa und George ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Gute Nacht, ihr beiden. Mama. Papa? Ja, Peppa? Krieg ich noch eine Gute-Nacht-Geschichte? Aber vielleicht will George keine Geschichte mehr hören. George, willst du eine Geschichte? Sag ja. Ho, ho, ho. Na gut, das ist aber eine große Ausnahme. Und danach wird sofort geschlafen? Heiliges Schweine-Ehrenwort? Versprochen. Ich glaube, ich erzähle mal das Märchen von der schläfrigen Prinzessin. Ist das ein gutes Märchen? Es klingt nicht so gut. Nur die Ruhe. Es ist wirklich gut. Kommt eine kleine Prinzessin vor? Papa, wenn du ständig sprichst, kann Papa Wutz nicht erzählen. Okay, Mama. Kommt denn jetzt eine Prinzessin drin vor, Papa? Ho, ho. Ja, es kommt eine Prinzessin vor. Die schläfrige Prinzessin. Vor langer Zeit lebte in einem Schloss eine kleine Prinzessin. Man nannte sie die schläfrige Prinzessin. Papa, warum hieß sie so? Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine Prinz und Mama Königin und Papa König. Das stimmt. Die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls. Er sah gut aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Saurier. Dinosaurier. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Ruah. Ruah.
je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz! Ups, hoppla! Das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also, das war so. Die Sonne ging unter und der Mond und die Sterne gingen auf. Und alle wurden schläfrig. Aber am schläfrigsten von allen war die schläfrige Prinzessin. Peppa, bist du müde? Nein, Papa, ich bin überhaupt nicht müde. Jemand anderes schon. Schorsch, wach auf! Du verpasst das Ende vom Märchen. Wenn auch Peppa nicht schläfrig ist, die schläfrige Prinzessin war es. Tag ein, Tag aus in den Spiegel zu gucken, hatte sie völlig erschöpft. Ich bring dich jetzt zu Bett. Gute Nacht. Die schläfrige Prinzessin war so schläfrig, dass sie sofort einschlief. Danke für das Märchen, mein König. Zu Diensten, Majestät. Eine wahrhaft königliche Gute-Nacht-Geschichte für kleine Prinzen und Prinzessinnen. Das Baumhaus. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Oma Wutz! Oma Wutz! Wie schön, dass ihr mich besucht. Zieht eure Gummistiefel aus, bevor ihr ins Haus kommt. Gut, Oma. Peppa, Schorsch, schaut, was ich hier habe. Kleine Gardinen. Oh, Oma, wozu sind die kleinen Gardinen da? Überraschung. Wollt ihr nachschauen, was Opa Wutz für euch im Garten gebaut hat? Ja, komm, Schorsch. Opa Wutz! Hallo, Peppa und Schorsch. Ich habe etwas Feines für euch. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus. Für Schorsch und mich. Jetzt wisst ihr, wofür die kleinen Gardinen sind. Hurra! Peppa und Schorsch freuen sich riesig. Danke, Oma Wutz. Danke, Opa Wutz. Wer will denn zuerst ins Haus? Ich! Hereinspaziert! Aber bevor ich ins Haus darf, muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Ich bin im Baumhaus. Ich bin in meinem Baumhaus. Schorsch, möchtest du Peppa im Baumhaus besuchen? Ja. Wer ist da? Ein Schweinchen namens Schorsch möchte dich besuchen. Kann er reinkommen? Aber nur ohne seine Gummistiefel. Schorsch, zieh deine Schuhe aus. Dann kannst du zu Peppa ins Baumhaus. Wer ist da? Schorsch? Ja, wer ist da? Hier ist Mama Wutz. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Du musst die geheimen Geheimworte sagen. Dann kannst du zu uns ins Haus. Aber wie lauten die geheimen Geheimworte? Ich muss sie dir ins Ohr flüstern. Die geheimen Geheimworte sind Papas großer Dickbauch. Aha. Sag die geheimen Worte. Papas großer Dickbauch. Genau. Papas großer Dickbauch. Ich finde, das sind blöde geheime Geheimworte. Mama, bevor du ins Haus darfst, musst du deine Gummistiefel ausziehen. Natürlich. Papa, komm doch auch zu uns. Sag die Geheimworte. Ja, aber
Kann ich vielleicht andere Geheimworte haben? Nein. Na gut. Papas großer Dickbau. Das war richtig. Du kannst reinkommen, Papa. Zieh deine Schuhe aus. Ich glaube, ich passe nicht durch die Tür. Das liegt daran, dass dein Bauch zu dick ist. Ich weiß was. Papa Wutz kann oben rein ins Haus. Jetzt sind Peppa, Schorsch, Mama und Papa Wutz alle zusammen im Baumhaus. Unser Baumhaus ist so schön. Ich will für immer hier drin bleiben. Oh, heißt das, dass du mich auch nicht mehr in meinem Haus besuchen willst? Nein, Oma. Vielen Dank. Schade. Na ja, dann müssen Opa Wutz und ich wohl alle meine selbstgemachten Kekse ganz alleine aufessen. Kekse! Warte, Oma Wutz! Hier sind meine leckeren Kekse. Aber hier kommt nur rein, wer die geheimen Geheimworte weiß. Das ist doch leicht. Papas großer Dickbauch. Richtig. Also, ich finde immer noch, dass das blöde geheime Geheimworte sind. Kostümparty. Peppa und Schorsch geben eine Kostümparty. Sie haben alle ihre Freunde eingeladen. Peppa hat sich als Zauberfee verkleidet. Und Schorsch geht als Dinosaurier. Hier sind Wendys Freunde. Luzi Locke, Klausi Kleff, Molly Mietze, Luisa Löffel und Pedro Pony. Luzi geht als Krankenschwester. Hallo, Luzi. Hallöchen, Herr Wutz. Gut, dass Sie da sind, Schwester Luzi. Kommen Sie aus dem Krankenhaus? Ich bin keine echte Schwester. Ich bin nur verkleidet. Der Witz war gut. Na, und wen haben wir hier? Ich bin ein Pirat. Landratten in Sicht. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Nee. Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und was bist du, Luisa Löffel? Eine Karotte. Fantastisch. Kommt rein. Drinnen warten eine Zauberfee und ein Dinosaurier. Hallo alle zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Ich bin Zauberfee Peppa. Du musst dich verbeugen, wenn du zu mir sprichst. Hallo Majestät. Ich bin Schwester Luzi. Sag mal A. Also, Nee. Ich bin ein Clown. Mach mal was Lustiges. Luisa, warum hast du dich als Karotte verkleidet? Ich mag Karotten. Sausia. Ein gefährlicher Dinosaurier. Peppa bewundert sich im Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land? Du allein, Peppa. Miau. Hallo, Peppa. Hallo, ich bin eine Zauberfee. Ich bin eine Hexe. Miau. Ich habe einen Zauberstab. So einen habe ich aber auch. Ich kann dich in einen Frosch verwandeln. Dann verwandle ich dich auch in einen Frosch. Sausia! Oh je, Schorsch hat Angst vor seinem Spiegelbild. Du armer Schorsch. Guck, das ist doch dein Spiegelbild. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wer von euch allen das schönste Kostüm anhat. Wer sucht es aus? Ich! Da es Peppas Party ist, sollte sie der Preisrichter sein. Ich bin der Preisrichter. Was ist ein Preisrichter? Der sucht das schönste Kostüm aus. Toll, das mache ich. Peppa überlegt, wer das beste Kostüm anhat. Luzi, kann ich bitte mal dein Kostüm anschauen? Ich bin Schwester Luzi. Ich mache Leute gesund. Sehr gut, Schwester Luzi. Jetzt Klausi. Ich bin ein Pirat. Landratte in Sicht. Jetzt Molly. Miau. Ich bin eine Hexe. Ich verwandle dich in einen Frosch.
Gut, ich bin eine Zauberfee und verwandle dich in einen Frosch. Hört auf, ihr zwei. Entschuldigung. Wer ist dran? Ich bin ein Clown. Das ist lustig. Und jetzt Luisa. Ich bin eine Möhre. Lustig. Und mein kleiner Bruder Schorsch ist ein gefährlicher Saurier. Alle sind ganz toll verkleidet. Hurra! Jetzt sagst du, wer der Gewinner ist. Au ja. Und gewonnen hat ich. Peppa, du kannst dich nicht selbst wählen. Du bist der Preisrichter. Oh, schade. Such jemand anderen aus. Okay, die Möhre gewinnt. Hurra! Danke. Peppa findet Kostümpartys großartig. Aber nicht nur Peppa. Museumsbesuch. Familie Wutz macht heute einen Ausflug ins Museum. Papa, was ist ein Museum? Es ist ein Haus voll mit alten und interessanten Dingen. Älter als du? Ja, noch viel älter als ich. Oh, wirklich alt. Ein Raum ist voll mit Dingen, die vor langer Zeit einer Königin gehörten. Oh, den muss ich unbedingt angucken. Und in einem Raum steht ein echter Dinosaurier. Boah, Saurier. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Und für wie viele Personen? Zwei große und zwei kleine. Saurier. Und ein Dino. Peppa will zuerst den Raum mit den Sachen der alten Königin sehen. Boah. Saurier. Schorsch will lieber gleich den echten Dinosaurier angucken. Keine Sorge, Schorsch. Wir gehen gleich zum Saurier. Peppa, hier kannst du dir all die Sachen von der Königin genau angucken. Guck, Peppa, das ist ihr kostbarer Stuhl. Es ist ein Thron. Wie schön der ist. Und hier ist ihr Kleid. Das funkelt aber. Schau mal hier. Das ist ihre goldene Krone. Boah, die war bestimmt teuer. Mama, wo ist der Königsfernseher? Den gab's damals noch nicht. Kein Fernseher? Gab es auch keine Computer? Nein, die gab es damals auch noch nicht. Was haben die dann gemacht? Mama, als Königin kann man so viel Kuchen essen, wie man möchte. Peppa stellt sich vor, sie wäre Königin. Köstlich. Darf ich euch sonst noch etwas bringen, Majestät? Ja, mehr Kuchen. Sofort. Kommt, wir gehen weiter. Ich komme schon. Papa, ich bin die Königin. Du musst dich verbeugen, wenn du mit mir sprichst. Oh, ich bin untröstlich, königliche Hoheit. Wer seid ihr überhaupt? Na, euer Papa. Das muss sehr aufregend sein. Ja, das kann ich euch versichern. Was ist das für ein Raum? Das ist der Dinosaurierraum. Der Dinosaurierraum? Schorsch, das ist der Dinosaurierraum. Saurier. Wo ist denn der Saurier? Er ist hier irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist es ein Minisaurier. Eigentlich ist er sehr groß, Peppa. Boah. Das sind die Knochen eines echten Dinos. Saurier. Schorsch stellt sich vor, er wäre ein riesiger Dinosaurier. Ein Dinosaurier! Hilfe! Hilfe!
Der Dinosaurierraum ist Schorschs Lieblingsraum. Mein Lieblingsraum ist der mit den Königinnensachen. Ich glaube, Papa Wutz hat auch schon seinen Lieblingsraum gefunden. Welchen Raum meinst du denn? Den Raum mit den Kuchen. Papas Lieblingsraum ist natürlich das Museumscafé. Setzt euch zu mir. Oh ja, das ist der schönste Raum. Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Was für ein schöner heißer Tag. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfützen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfützen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Bäh. Hohoho. Macht nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Babyeierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme! Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau! Eiscreme! An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra! Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo, Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörncheneis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Saurier. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sausier ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Saurier. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Saurier. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genieß das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oh je, Schorsch Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörncheneis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhitzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Peppa. Baby, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Peppa. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Peppa und Schorsch tragen ihre Gummistiefel.
Peppa und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie Pfützen. Chloes Puppentheater. Peppa und ihre Familie besuchen Onkel Wutz, Tante Wutz und Cousine Chloe Wutz. Onkel Wutz schläft nach dem Essen bestimmt wieder ein. So wie immer. Papa Wutz, das solltest du über deinen eigenen Bruder nicht sagen. Schon gar nicht vor den Kindern. Aber stimmt doch. Onkel Wutz isst immer zu viel und schläft danach ein. Danach schnarcht er laut etwa so. Peppa, Schorsch, vergesst, was ich gerade über Onkel Wutz gesagt habe. Ist gut, Papa. Peppa und ihre Familie sind bei Onkel und Tante Wutz zu Hause angekommen. Hallo, Tante Wutz und Onkel Wutz. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, großer Bruder. Onkel Wutz ist Papa Wutz' Bruder. Chloe Wutz ist Peppas und Schorschs Cousine. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Ich muss euch was zeigen. Wart auf uns. Das ist mein neues Puppentheater. Mein Papa hat es für mich gebaut. Boah. Ich habe schon zwei Puppen gebastelt. Diese hier heißt Chloe. Hallo, ich bin Chloe Wutz. Und das hier ist mein Papa, Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ich bin Onkel Wutz. Chloe, können ich und Schorsch auch eine Puppe basteln? Ja. Chloe malt der Puppe ein paar Augen. Darf ich den Mund malen? Ja, klar. Ich heiße Peppa. Schorsch, welche Puppe möchtest du denn haben? Sausia. Ein Dinosaurier? Für Schorsch ist einfach immer alles ein Sausia. Na gut, eine gruselige Saurierpuppe. Chloe bastelt Schorsch eine Saurierpuppe. Und noch spitze Zähne. Fertig. Ein gruseliger Saurier. Essen ist fertig. Wir kommen. Und nach dem Essen spielen wir Puppentheater. Hurra! Tante Wutz hat Spaghetti gekocht. Diese Spaghetti sind so lecker. Die besten Spaghetti überhaupt. Man merkt, dass ihr zwei Brüder seid. Ihr seid euch sehr ähnlich. Wie meint ihr das? Wir sind doch ganz verschieden. Peppa, Schorsch und ich spielen für euch gleich Puppentheater. Wunderbar. Ruft uns, wenn es soweit ist. Bis später. Ein Puppentheater, das klingt gut. Habe ich noch Zeit für ein bisschen Spaghetti? Bekomme ich auch noch welche? Gleich beginnt das Puppentheater. Hallo, ich heiße Chloe. Und ich bin Peppa. Ein Dinosaurier! Ein gruseliger Saurier! Wirklich? Das ist sehr gut! Bravo! Ich bin Onkel Wutz. Hallo, Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho! Sieht wirklich aus wie du. Aber mein Bauch ist eigentlich nicht so dick. Ho, ho! Hat mir mein Essen geschmeckt. Onkel Wutz? Schläfst du gleich wieder ein und schnarchst so wie sonst immer? Wie meinst du das? Papa sagt, du schläfst ja immer ein und schnarchst ganz laut, etwa so. Hoho, dein Papa hat recht. Ich schnarche wirklich immer so. Papa Wutz, du hättest das über Onkel Wutz nicht sagen dürfen. Ich glaube, Papa Wutz und Onkel Wutz können uns nicht hören. Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Man merkt, dass sie Brüder sind. Ist was passiert? Hat das Puppentheater schon angefangen? Papa wird fit. Mama Wutz guckt ein Fitnessprogramm im Fernsehen. Und weiter, so ist es gut. Beugen, strecken.
Ich liebe Fernsehen. Was guckst du, Mama Wutz? Das ist eine Sendung mit Gymnastikübungen, um fit zu bleiben. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so. Das ist leicht. Papa, hör auf, so zu tun, als könntest du das nicht. Ich tue aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa, das ist aber nicht sehr gut. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Radfahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe! Papa Wutz ist schon lange Zeit weg. Mama, wo bleibt Papa denn? Keine Sorge, Peppa. Papa hat bestimmt großen Spaß, wenn er so lange fortbleibt. Papa, wo warst du denn? Ich bin den ganzen Hügel runtergesaust und hinterher musste ich alles wieder hochschieben. Oh, armer Papa Wutz. Na ja, wenigstens habe ich trainiert. Ja, heute schon. Wie meinst du das? Morgen machst du weiter mit dem Training. Was? Papa, um fit zu werden, musst du jeden Tag trainieren. Auweia. Keine Sorge, Papa. Ich bin doch deine Trainerin. Ja, das bist du allerdings.